ist das der heißeste RSQ3 Sportback, den ihr je gesehen habt. Hier steht da der Audi RSQ3 Sportback in der 10 Years Edition. Ausverkauft. Für mich eines der schönsten SUVs mit coupéhafter Dachform, die ich je gesehen habe, und den will ich euch heute zeigen. Was machen wir mit dem? Wir gehen drumherum, wir gehen rein, wir schauen uns die 21 Zöller an, wir schauen uns die schwarzen Elemente an, wir schauen uns die Schalensitze an. Ja, wir machen alles, was mich interessiert. Nebenbei sprechen wir über die Lieferfähigkeit, über den Preis, über das Wettbewerbsumfeld und darum, warum das eins meiner Lieblings-Kompakt-SUVs ist. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran und vorher abonniert den Kanal, denn bei uns gibt es ja wirklich jeden Tag um 17 Uhr ein neues Review von der bezaubernden Jessie oder dem etwas weniger bezaubernden Jan, das bin ich. Abonniert den Kanal genau jetzt und dann legen wir los mit 10 Jahre Hotness. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich wie gewohnt über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Ja, die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern wie meinauto.de. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Was ich allerdings viel besser kann als über Werbung sprechen, ja, ist über das Wettbewerbsumfeld, über die Historie von Autos zu sprechen. Und in dem Fall hier haben wir ja die 10-Jahre-Edition. Und das heißt, dieses Auto gibt es seit 10 Jahren, kam es. Ja, 2013 noch mit 310 PS hat das Auto dann 2015 schon 340 PS bekommen und 2019 kam die zweite Generation auf den Markt dann mit 400 PS. Natürlich hier der Motor, der auch im TTRS drin ist oder im RS3, 5 Zylinder, 2,5 Liter und der wurde 5-mal in Folge Motor des Jahres. Kleinen Fehler hat man aus meiner Sicht bei Audi gemacht, indem man diesen sensationellen Motor Cupra für den Formentor VZ5 gegeben hat. Das ist nämlich ein Wettbewerber, genauso wie ein Mercedes GLA 45 zum Beispiel. MQB hier ist die Plattform von diesem Auto und jetzt, eben nach genau 10 Jahren, hat das hier die Sonderedition verdient, die es 555 Mal gibt. Schwarze Edition, 21 Zöller, außen schwarz, innen sehr viel schwarz. Und dann haben wir hier noch die Sportschalensitze drin. Richtig schickes Auto, aus meiner Sicht das schickste im Wettbewerbsumfeld. Wobei der Cupra Formentor auch sehr progressiv natürlich ist. Was allerdings für den spricht, ist der 5-Zylinder. War früher so, jetzt ist halt auch im Cupra drin. Mercedes hat das mit dem GLA 45 nicht. 555 Stück gibt es für die normale Version, aber auch für die Sportback-Version. Als Sportback finde ich den ungemein hot, was auch besonders ist. Dieses Kronos-Grau, was hier drauf ist, schaut euch das gerne mal an, ist exklusiv. Neu in diesem Jahr ist auch dieses Seidensilber, was ganz spannend ist. Ja, aber eine Sache ist, der ist aktuell im Konfigurator nicht bestellbar. Macht mich traurig, denn dieses Auto hat eine echte Daseinsberechtigung. Scheinbar ausverkauft, Lieferschwierigkeiten haben viele Hersteller. Wenn man über die Ausmaße spricht, ist ein Kompakt-SUV, 4,51 Meter lang, 1,85 Meter breit, 1,56 hoch, hat 2,68 Meter Radstand und von vorne erkennt ihr schon die ganzen abgedunkelten Elemente. Erstmal natürlich wichtig bei dem Modell ist, dass die Ringe hier dunkel sind. Wichtig ist auch, dass die Typbezeichnung dunkel ist mit dem Rot hier drin. Die Umrandung fällt ja weg. Wir haben diese Reminiszenz an den Urquattro. Hier unten in dem Einleger haben wir schwarz und die LED-Leuchten hier sind auch ein bisschen rauchig, ein bisschen abgedunkelt hier oben. Macht gerne mal den Schwenk hier vorbei, weil Audi ist und war ja sehr lange bekannt und Marktführer aus meiner Sicht in Licht. Und dann haben wir hier unten diesen Stoßfänger mit der Lippe da unten drin, auch nochmal in schwarz. Also das ganze Auto ist ganz konsequent schwarz und eben grau und das macht es für mich wunderbar schön. Vor allem diese ganzen dunklen Elemente matchen natürlich super schön miteinander. Was toll ist, wenn man im Profil steht, ist natürlich eine Sache, kurze Überhänge vorne,
kurze Überhänge hinten, langer Radstand. Und hier bei Audi haben wir natürlich den Quattro. Das bedeutet, ihr bekommt bis zu 100% der Kraft nach vorne oder eben 50-50. Allradantrieb mega gut. Und was natürlich auch noch für dieses Auto spricht, ist, dass ihr optional für etwa 1000 Euro eine adaptive Dämpfung bekommt und ihr bekommt für 4650 Euro eine Carbon-Keramik-Bremsanlage. Die ist was für die Rennstrecke. Das Auto als SUV ist jetzt vielleicht nicht ideal für die Rennstrecke, wenn ihr damit allerdings ja zu den Tourifahrten auf die Nordschleife wollt, eure Freundin oder Nachbarn beeindrucken, dann wäre die Keramikbremse was. Ansonsten würde ich mir die definitiv wegsparen. Was toll ist, ihr habt 21 Zöller hier dabei und für so ein SUV finde ich das sehr wichtig, sonst sieht es irgendwie so immer ein bisschen aus wie ein Bodybuilder mit einem Chihuahua. Also je größer die Felgen bei so einem Auto, desto besser. 18 cm Bodenfreiheit übrigens. Und hier haben wir die Bremsen in so einem schwarzen Sattel. Gibt es glaube ich auch noch in Blau und in Rot optional. Wunderschönes Felgenbett hier bei dem Auto. Kein Plastik übrigens um die Radläufe, sondern alles wirklich schön lackiert. Hier unten im Schweller haben wir, ja, das ist was, ne? Ich glaube, Jesse war ein bisschen zu langsam. Hier unten im Schweller haben wir natürlich auch so einen schwarzen Einleger, schwarze Spiegelkappe und hier schwarze Umrandung um die Fenster, hinten abgedunkelte Scheiben. Alles richtig gelungen. Optisch macht man bei dem Auto kaum was falsch. Wenn man ans Heck geht, sieht man auch wieder hier oben eine schwarze kleine Lippe drauf. Wir haben unten auch schwarz in dem Diffusor. Wir haben die RS-Abgasanlage für 1000 Euro hier drauf. Hier natürlich wieder alles konsequent in, ihr denkt es euch, schwarz. Tanken funktioniert auf der Seite ganz normal eben. Verbrenner 5 Zylinder mit der sensationell krawalligen Zündreihenfolge 1, 2, 4, 5, 3. Das Auto zieht 1,9 Tonnen, hat ja, 500 bis 1400 Liter Kofferraumvolumen. Ich mache das jetzt für euch mal auf. Ich wusste nicht, dass der hier steht, aber weil ich den so lieb, weiß ich eigentlich fast alles über das Auto auswendig. Ladekante ist nicht besonders niedrig, schon ein bisschen hoch. Schaut gerne mal rein, wir haben nämlich echt relativ viel Platz hier drin. Doppelter Ladeboden ist auch echt schick. Und was ich jetzt mal mache, ist umbauen. Heißt, ich nehme die Hutablage hier raus und ja, dann klappen wir mal die Rückbank um. Hätte man sich auch mal anschauen können, Jan. Das heißt, ich gehe auf die Rückbank und mache das hier. Da gibt es so einen kleinen Zughaken. Das mache ich noch auf der anderen Seite. Genau, schaut mal hier. Und so lässt sich das ganz glatt wegklappen. Das heißt, da hinten könnte man sogar einigermaßen schlafen. Schaut gerne noch mal rein hier. Ja, so ein R8-Sound ist natürlich auch was, ne? Der hat halt einen V10, 5,2 Liter. Der hat 2,5 Liter, hier 5 Zylinder, also etwa ganz genau halb so wenige Zylinder. Reicht auch, sagt Jesse. Ich mache jetzt hier mal hoch und wir schauen uns die Flexibilität auf der Rückbank an. Spricht natürlich auch fürs Auto. Und jetzt guckt mal. Erstmal hier nochmal ziehen. Man kann natürlich kritisieren, Mensch, so eine Verstellmöglichkeit hinten, beziehungsweise so kleine Haken, wären auch ganz nett. Und jetzt guckt mal hier. In echt vielen Stufen kann ich das verstellen. Ich zeige es euch vielleicht mal noch auf der Seite. Mache das jetzt hier ganz nach hinten. Richtig gut. Und wenn mich nicht alles täuscht, genau, können wir hier auch die Rückbank verstellen. 15 cm, was für dieses Auto spricht. Mehr Platz im Kofferraum, mehr Platz hier hinten. Nochmal. So. Und dann haben wir hier natürlich auch eine Armauflage mit einem Cupholder drin. Richtig gut. Und wenn wir nach vorne schauen, dann haben wir hier die Carbon-Schalensitze in einem RS-Q3. Völlig verrückt. Hier unten zwei USB-C-Stecker, 12-Volt-Steckdose. Ja, hier nochmal diese Durchbrechung, aber was halt für Audi spricht. Und da war dieses Modell great, weil einfach tolle Verarbeitungsqualität. Rautensteppung hier, dunkler Himmel, das ist schon wirklich gut. In der Mitte sitzt man nicht besonders gut, aber man kann hier sitzen. Schauen wir mal in die Tür. Keine Einstiegsleiste, Ausschnitt ist okay. Sonos-Anlage ist hier unten, Platz in der Tür. Alles dunkel, hier mit Velour nochmal diese ambiente Beleuchtung, ansonsten auch ein bisschen Plastik, aber das ist noch okay. Das Herzstück vom Auto, das ist ganz bestimmt der Motor, über den sprechen wir jetzt mal. Vorne ist er drin, soweit ich weiß, quer verbaut.
2,5 Liter, 5 Zylinder. Den wird es in Zukunft nicht mehr geben, ne? Jesse, wo ist er drin? Im TTRS, im RS3 und im RS4. Und im VZ5 von Cupra, was auch immer die Audi-Jungs da geritten hat, den in den Cupra abzugeben, weiß ich auch nicht. Schönes, ich glaube 500 Euro hat das mal gekostet, diese Carbonabdeckung hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt geht der mit einem Gewicht von 1743 Kilo in 4,5 Sekunden auf 100, wird knapp über 15 Sekunden brauchen dann, um auf 200 km/h zu beschleunigen, wird normalerweise 250 km/h eben schnell, schafft optional dann ja, 280 km/h und ist eine Waffe mit dem Quattro hier drin. Fahren dürfen wir heute leider nicht. Schade. Was wir allerdings machen können ist, ja, Jesse mit reinholen, vielleicht noch mal kurz nach rechts, respektive links, auf die Straße schauen, denn da ist er, der R8. Was wir jetzt machen, ist einen Innenraum anschauen, danach gibt es ein Fazit. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum und ihr seht schon auf der Seite, wir haben Sabelt Carbon Schalensitze mit so einer Kupfernaht hier in der Rautensteppung. Wie hot ist denn das? Ich glaube, der Sitz wird sich gut machen in jedem Auto. RS-Durchbrechung eben hier, integrierte Kopfstütze. Ihr habt von hinten auch die matte Carbon-Schale gesehen. Richtig nice. Und wenn man jetzt hier den Schwenk vorbei macht an diesem Carbon-Zierelement, wo Quattro draufsteht, in die Tür mit einer Leuchtleiste, Sonos-Anlage unten, ist es schon richtig schick. Einstiegsleiste haben wir. Mhm. RSQ3 in der Fußmatte da drin, auch schön verstellbar. Ich finde gut eine Sitzposition hier drin. Lenkrad gibt es wahlweise in rund oder unten abgeflacht. Und dann haben wir hier das MMI, was auch so eine Carbon-Optik irgendwo haben soll. Lüftungsdüsen sind hier, da unten die Klimasteuerung, Start-Stopp-Knopf, induktive Ladebuchse fürs Handy, sehr bekannter Gangwahlhebel mit einer S-Gasse. So sieht er aus, der Schlüssel, nichts passiert, aber hier im Schaltsack haben wir wieder carbonfarbene bzw. kupferfarbene Elemente. Ein bisschen wie bei Cupra, ne? Und hier noch ein bisschen Platz, überall diese Kupferelemente, finde ich schon ganz gut. Und jetzt kommt sie mal rein, Jesse, und wir beschäftigen uns mit den Materialien. Wir haben hier echt relativ viel Anteil an recyceltem Material. Ich kann hier ganz gut die Sitzposition verstellen in alle Himmelsrichtungen. Die View-Anzeige da vorne ist natürlich großartig hier. In der Mitte kann man das verstellen, man kann die Navi groß machen, hat den Hockeyschläger hier drin, hat ihn an der Seite, wenn man denn möchte. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich hot. Dieses abgeflachte Lenkrad unten ist auch richtig schön. Und jetzt beschäftigen wir uns vielleicht noch kurz mit dem Infotainment. Wir haben hier die Home-Ansicht drin, haben Favoriteneinstellungen, Navi. Kennt ihr es einigermaßen schnell, wenn ihr das Auto übrigens fahrdynamisch sehen wollt, schaut gern mal in unsere unser Review. Cockpit-Stimmung kann man auch heller machen. Hier hat man R-Sport oder R-Performance. Wir haben das MMI, was wir hier einstellen können. Bildschirmreinigung hier. Was eigentlich wichtig ist, dass man immer so ein kleines Tuch hat hier, wenn man das steuern will. Auch schön, der Drive Select Schalter ist hier. Habt ihr Auto Dynamic Efficiency Komfort. Und hier auf RS1 oder RS2 könnt ihr Antrieb, Lenkung, Motor, Sound, Quattro ändern. Und hier dann am Lenkrad den ganz bequem reinmachen. Jesse, wie gefällt dir dieses Auto? Voll schön, richtig nice konfiguriert. Und es ist für mich, wie du schon gesagt hast, eines der schönsten Kompakt-SUVs mit coupéhaftem Dach. Themenwelt Online gibt es auch noch mit coupéhaftem Dach, coupéhaft abfallender Dachlinie. Dann wird jetzt ein Autojournalist sagen, kann man wieder dran Guck machen. Guck mal, was ist denn das hier? Man weiß es nicht, ne? Das ist die Kachel Audi Business Innovation 10 Years. Hm. Was kommt hier? Wird geladen. Sollen wir so lange noch warten? Jesse erzählt was von ihrer Autoleidenschaft vielleicht, wenn das Thema ist. Also ich hatte ja einen S3, wollte auch mal einen RS3 haben, aber mittlerweile bin ich ja auch schon ein bisschen älter und dann ist so ein Auto natürlich auch geil, weil man sitzt halt auch ein bisschen höher, hat auch ein bisschen mehr Platz und das darf man nicht vergessen, ne? Und trotzdem eben hier ein nices Heck und schöne Optik. So ist es. Was wir jetzt machen, ist ein Fazit. Haben wir Partnerlook? Ja.
Kommen wir zum Fazit und lasst uns vielleicht über eine Sache sprechen. Wie heiß ist eigentlich dieser RS Q3 Sportback in der 10-Jahre-Edition? Das wäre, glaube ich, was für mich. Wenn ich jetzt so ein Familiendaddy wäre, könnte ich mich damit sehr gut anfreunden. Aber über eine weitere Sache müssen wir natürlich auch sprechen. Normalerweise bereite ich mich für die Videos vor, zocke den Konfigurator 100 bis 300 Mal durch und denke so, nice, nicht so nice, Preis, gut, nicht so gut. Jetzt gibt es den aktuell gar nicht im Konfigurator. Was soll denn das? Halbleiterknappheit, Lieferschwierigkeiten auf der ganzen Welt. Für die Welt soll es 555 Stück geben. Ich glaube, ein Großteil davon wird nach Deutschland kommen. Aber ich bin sicher, der wird irgendwann wieder im Konfigurator sein. Dann könnt ihr den wieder bestellen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja vielleicht dieses Video anschauen, um euch die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Was ich euch definitiv sagen kann, ist, das ist das heißeste Kompakt-SUV, was es derzeit auf dem Markt gibt. 5 Zylinder hier drin, 400 PS, Limitierung, alles schwarz, alles grau, alles dunkel, alles böse, finde ich schon ja wirklich richtig gut im Innenraum. Eine hohe Flexibilität, Platz im Kofferraum, verschiebbare Rückbank hier drin. Ja, was für Familie und was für die Rennstrecke, wenn man denn möchte und was, wo der Nachbar auch mal sagt, hoppla, finde ich ganz gut. Preis? Der hat früher immer bei 65.000 Euro begonnen, dieses Edition 10 Jahre Sonderpaket, ja, liegt bei 5.990 Euro, dann seid ihr schon mal bei über 70.000 Euro, wollt ihr noch ein bisschen was dazu, seid ihr irgendwie bei 80.000 Euro und da kann man natürlich mit Fug und Recht behaupten, das ist viel, für viele zu viel, aber wir haben hier halt ein absolutes Premium-Produkt, was ja auch so ein bisschen im Wettbewerb zu einem Porsche Macan vielleicht auch steht und in dem performanten Kompaktbereich gibt es halt auch vieles, was jetzt nicht den Premium-Stempel trägt. Wer einen Premium-Stempel trägt, bin ich, denn wir sind ausgestattet von Modezinser. Wunderschön, oder? Wollt ihr es nachkaufen, dieses Hemd zum Beispiel, dann findet ihr unten in der Infobox einen Rabattcode bei Modezinser 15 Euro ab einem Einkaufswert von 99 Euro. Hier seid ihr gelandet bei dem Chippendale Jan, der sich eigentlich zumindest mental jeden Tag für euch ziemlich nackig macht und ganz viel über seine Autoleidenschaft erzählt. Jesse genauso. Denn bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Review von ihr oder von mir. Viele freuen sich mehr auf sie, manche mehr auf mich. Wirklich? Keine Ahnung. Wir sehen uns morgen. Abonniert den Kanal und küsst den Audi nochmal aufs Logo. Mhm.